Willkommen bei Ostriff und willkommen damit bei einem neuen Let's Play. Ostriff ist ein Städtebauspiel oder genauer gesagt ein Dorfbauspiel, das sich noch in einer ganz frühen Alpha-Phase befindet. Und wer hier jetzt etwas von Dorfbauern hört und an Banished denkt, der liegt da nicht ganz verkehrt. Das Spiel hat auch noch ein paar andere Parallelen, denn wie Banished wird es von einem einzigen Programmierer erstellt. Jewgeni aus der Ukraine. Und das Spiel macht bisher jetzt schon in dieser frühen Phase richtig Spaß. Und wenn er alles umsetzt, was er umsetzen möchte, dann kann das richtig Laune machen. Also das gefällt mir schon sehr gut. Und ja, ich würde einfach mal sagen, steigen wir ins Spiel ein. Ich kann noch ein paar Sachen währenddessen erklären. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich hier im Startmenü. Und gehen wir doch mal direkt die Optionen durch. Na, jupp. So, neben ein paar einfachen Einstellungen haben wir hier noch die Sprache. Im Augenblick Englisch und ich denke Ukrainisch. Ich habe ihn angeschrieben wegen der deutschen Übersetzung und ich hoffe, er meldet sich. Ich würde lieben gerne eine Übersetzung beisteuern zum Spiel. Jo, und wenn wir jetzt starten, dann bekommen wir drei Karten zur Auswahl. Ich habe keine Ahnung, ob das in Zukunft noch mehr Karten werden, ich denke mal, oder ob die auch mal automatisch generiert werden. Und wie ihr sehen könnt, unterscheiden die sich jetzt auch schon hier ein bisschen. Die dunklen Flecken sind Wälder, der Fluss ist, denke ich, klar, und der kleine Kreis ist das Zeltlager, von dem aus unser Dorf seinen Anfang nimmt. Und ja, ich würde mal sagen, ich wähle die erste Karte aus und steige direkt ins Spiel ein. So, ihr könnt sehen, hier sind unsere Siedler, die ihre Zelte ja wörtlich aufgeschlagen haben. Und was ihr auch sehen könnt, ist, ich kann also richtig schön flüssig rein und rauszoomen, mich auf der Karte hin und her bewegen. Also auch auf meinem betagten PC von 2012 läuft das Spiel flüssig und von daher die Hardwareanforderungen sind noch ziemlich überschaubar. Die Texturen auf den Zelten könnten ein bisschen detaillierter sein. Vielleicht kommt das noch. Die anderen Gebäude im Spiel, ich habe schon mal reingeschaut, die sehen deutlich hübscher aus. Also lasst euch vom ersten etwas nüchternen Eindruck nicht abschrecken. Aber ihr seht schon auch die Landschaft. Das wirkt für mich echt lebendiger und realistischer als bei Banished zum Beispiel. So auch mit den Verläufen von ja, kleinen Hügeln oder einfach den Weg zum Fluss runter. Das macht schon echt Laune. Und ihr seht ja auch hier unten das Menü, mit dem ihr Häuser bauen könnt. Gerade die hochwertigen Sachen sind noch in Arbeit, aber ihr könnt schon Häuser bauen und auch gerade bei der Produktionskette lässt sich sehr viel errichten. Und das erste, was wir bauen werden, ist ein Forsthaus. Und ja, wie ihr sehen könnt, Moment, erstmal ausrichten ein bisschen. Na, wo baue ich das am besten? Ja, wie ihr sehen könnt, wird auch eingeblendet, wenn sich's mit anderen Gebäuden überschneidet. Dieses Orangene darunter. Ah, also ich möchte es nah am Wald haben, aber ich überlege auch gleich, wie ich den Rest des Dorfs aufbaue. Ah, ich denke, aber nah bei den Zelten soll schon sein. Ich möchte nicht, dass meine Arbeiter lang laufen müssen. So. Ein schöner Unterschied zu Banish ist, ihr könnt wirklich die Gebäude frei sortieren, wie ihr wollt. Es kommt also echt nicht diese Kastenbauweise zustande. Und das ist schon mal sehr angenehm. Und ich würde mal sagen, jo, hier ist es ganz gut aufgehoben. Und meine Siedler machen sich direkt an die Arbeit. Und eine nette Funktion, die ihr für jeden Siedler einblenden könnt, ihr könnt schauen, wo er langläuft. Das ist dieses Follow Path im Menü, wenn ihr draufklickt auf einen einzelnen Siedler. Und ihr seht genau, wohin er laufen will. Was auch ganz gut ist, auch mal um festzustellen, ob die vielleicht unnötig lange Wege laufen oder vielleicht auch unnötig umständliche Wege laufen. Deswegen, wie in jedem Städtebauspiel gilt, halte die Wege so kurz und so gerade wie möglich. Und das kann man hier doch richtig schön nachvollziehen. Und ihr seht auch, jeder Siedler hat seinen Namen, hat ein Alter. Und hat auch ein Zelt, in dem er wohnt. Also auch das ist einfach das, was ich von einem guten Städtebauspiel einfach erwarte, dass ich wirklich eine Verbindung zu den Leuten aufbauen kann und die nicht einfach nur anonym übers Feld laufen. Und ihr seht hier im Zelt den Ehemann, die Ehefrau, Kind und auch die Sachen, die gelagert sind.
Was jetzt schon in dieser frühen Alpha-Phase richtig Spaß macht, sind die Animationen. Es kommt hier schon dieser Wuselfaktor auf, der für mich einfach echt den Reiz jedes richtig guten Aufbauspiels ausmacht. Ich will einfach sehen, wie die Leute rumlaufen, wie sie was errichten oder abbauen. Und es macht ihnen einfach Spaß beim Arbeiten zuzusehen. Gut, es macht immer Spaß, anderen beim Arbeiten zuzusehen. Aber was mir auch einfach Spaß macht, ist, dass ihr schon in dieser frühen Alpha-Phase so viele Sachen bauen könnt. Den Brunnen oder für den Transport einige Sachen. Auch das Rathaus, das kleine. Oder auch die Dekorationen. Also selbst ohne Mods bietet das Spiel jetzt schon einen Umfang, der sich hinter Banished jetzt echt nicht so groß zu verstecken braucht. Und ich bin vor allem gespannt darauf, auf diesen Kartenmodus, wenn der mal funktioniert. Denn anders als bei Banished seid ihr hier ein Teil der Welt und könnt dann auch wohl mit den umliegenden Dörfern Handel betreiben. Und das ist dann schon mal ein schöner Unterschied. Na, wie komme ich jetzt hier raus? Ah, okay. Gut. Einfach woanders hinklicken. Und ne, da komme ich zurück ins Menü. So, ich lasse einfach die mal weiter werkeln. Und ihr seht ja wirklich, die Sachen werden schön hingeschafft. Und was einfach auch Spaß macht bei Banished, waren es einfach so drei oder vier Bauabschnitte, die ihr beobachten konntet. Und hier könnt ihr wirklich teilweise jeden Pfosten einzeln zuschauen beim Einschlagen. Also das ist schon wirklich eine Detailverliebtheit, die macht echt nur Laune. Und da möchte ich das Spiel auch gar nicht mal auf schneller stellen, sondern genieße es einfach und lass einfach so ein bisschen auch die Ruhe auf mich einwirken. Auch den Frauen da am Lagerfeuer zuzusehen, das wurde auch von der Let's Playerin schon kritisch angemerkt, die also meinte, das Spiel wäre doch etwas sexistisch, weil die ganze Arbeit nur von Männern gemacht wird. Kann man so sehen, aber das Setting ist Osteuropa im 18. Jahrhundert und ich stamme selbst aus einer Bauernfamilie und Frauen haben sich normalerweise um den Hof und die Tiere gekümmert, auch um die Ernte natürlich. Und die grobe handwerkliche Arbeit wurde eher Männern überlassen, also es ist realistisch. Und jo, kommen wir noch mal ein bisschen zu den Häusern. Ihr seht hier nur ein Modell, aber ich habe schon mal angespielt. Und ihr bekommt dann auch wie bei Banish verschiedene Modelle dann angezeigt. Also auch das ist schon wirklich abwechslungsreich genug, um da jetzt keine Langeweile bei der Optik aufkommen zu lassen. Und ich sehe da gerade da hinten die Sachen im Gras liegen. Ah, Felsen, okay, kann ich die anklicken? Nee. Gut, scheint das doch nur Dekoration zu sein. Ich dachte, vielleicht wäre es Eisen, weil irgendwann braucht man nochmal neue Nägel und irgendwie werde ich Eisen herstellen müssen. Jo, unser Forsthaus ist im Bau. Hier oben habt ihr natürlich den Fortschrittsbalken, wie es um den Bau bestellt ist. Unten seht ihr die beiden wichtigsten, ja, Arbeiter, und zwar die Handwerker, die Worker, und darunter die Laborer, ich würde mal sagen die Handlanger. Worker sind die, die nachher wirklich die Arbeit betreiben, und Laborer sind die, die ja, Sachen durch die Gegend schleppen oder eben zuarbeiten in der Form. Und von daher wird es natürlich wie in jedem Aufbauspiel so auch dieses Management, wo setze ich welche Arbeiter ein, wo lasse ich es nicht zu Engpässen kommen. Aber auch das macht einfach Spaß hier wirklich denen zuzuschauen, wie die wirklich Brett für Brett das Fundament aufsetzen. Also, ach, ich könnte mich hier wirklich zurücklehnen, was zum Knabbern holen und einfach so gemütlich zuschauen, wie sich das Dorf so langsam entwickelt. Ach, also genau sowas, was ich gebraucht habe als Spiel. Ich kann mir aber auch langsam schon Gedanken machen, wie ich das Dorf aufbauen will. Okay, hier wird auch schon der erste Boden hochgezogen. Also, es wird, es wird. Und ihr seht auch ganz klar natürlich im Menü, was da ist, was noch gebraucht wird. Übrigens, wenn ihr hier oben auf das Menü für die Leute klickt, bekommt ihr ein Übersichtsmenü über eure Bevölkerung. Wie viele Erwachsene, wie viele Kinder, wie viele Arbeiter. Ihr seht auch rechts unterhalb dieses grünen Bereichs, was ihr noch alles braucht, damit neue Leute hinzuziehen werden ins Dorf. Das ist natürlich noch einiges. Ich meine, wir sind auch erst im Aufbau begriffen. Und von daher, das ist was für die nächsten Monate irgendwann mal. Jo, während die hier weiter fleißig bauen, kann ich ja noch ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Und zwar bin ich auf Ostdorf gestoßen
über Steam Greenlight. Und blöderweise hat Steam aber Greenlight letzten Sommer eingestellt und damit war Austriff auch plötzlich nicht mehr verfügbar. Das heißt, im Augenblick könnt ihr das Spiel ausschließlich über die Seite des Programmierers beziehen. Ausgeliefert wird es dann über Humble Bundle. Und ich kann einfach nur hoffen, dass es einfach wieder schnell genug wieder bei Steam reinkommt, damit einfach noch mehr Leute drauf stoßen können. Denn wir haben 2018 und ich bin es ja gewohnt aus frühen Spieljahren, aber man wird durch Steam echt verwöhnt, dass man sich eine Exe-Datei herunterladen muss und einen eigenen Spieleordner anlegen muss. Das tut dem Spiel natürlich nicht gut, wenn es nicht in Steam vertreten ist. Also auch schon deswegen habe ich das Spiel einfach über ihn direkt bezogen, damit ich ihn damit auch unterstützen kann. Und ich kann echt nur hoffen, dass das auch viele Leute machen werden und nicht erst darauf warten werden, dass es wieder zu Steam reinkommt. Langsam wird es aber Zeit, die Häuser zu errichten. Denn eins ist eine klare Vorgabe vom Spiel. Jede Familie braucht vor dem Winter ihr eigenes Haus oder sie verlässt das Dorf wieder. Und das möchte ich natürlich nicht. Ah, der hier rechts holt gerade Wasser am Zibron. Auch das ist schön animiert. Klasse, und auch hier kann ich ihm zusehen, wo er das Wasser hinbringt. Ah, okay, zu seinem Zelt. Also, das ist wirklich eine Sache, die möchte ich in so einem Spiel einfach sehen, dass die Leute wirklich nachvollziehbare Wege haben. Und ich hoffe, dass das auch anders wird als bei Banished, wo ja die Leute ständig von der Arbeit hin und her gesprungen sind. Und da ich in Austriff einem Siedler eine feste Arbeit zuordnen kann, denke ich, wird er einfach auch mal so lange Holzfäller zum Beispiel bleiben, wie ich will, dass er Holzfäller bleibt. Und nicht plötzlich vom Holzfäller zum Priester und zum Bauern werden, nur weil es plötzlich näher an seinem Wohnort liegt. Mir fällt gerade auf, der Bereich ist schön flach und damit eigentlich perfekt geeignet für Felder. Sieht auch ein bisschen karg aus, ja, aber soll mich nicht stören, weil wenn ich hier später Felder anlege, kommt es mir ganz gelegen. Und was ich auch mal testen kann ist, oh ja, hier stoße ich an die Grenzen der Spielwelt. Ihr seht auch diese rote Linie, das begrenzt die Karte. Also ihr könnt nicht unendlich bauen, sondern habt hier doch ein fest beschränktes Spielfeld. Aber ich würde mal sagen, Dorf ist sowieso nicht so riesig und von daher reicht die Fläche eigentlich für eine schöne Dorfgemeinschaft und einige Felder. Also ich denke jetzt echt nicht, dass man da so bald wirklich wortwörtlich an seine Grenzen stößt. Jo, mit unserer Hütte geht's auch langsam weiter. Ah ja, die Dachbalken werden gezogen. Sehr schön. Also wirklich, ich wiederhole mich da gerne. Das ist so wundervoll animiert und einfach auch detailverliebt gemacht, dass man dem Hausbau so schön zuschauen kann. Und ich meine, die sind natürlich echt kräftig bei der Sache, so die Bretter und die Holzstämme allein durch die Gegend zu schleppen. Respekt, liebe Leute. Aber da kommt einfach wirklich nur bei mir so diese typische Wusellaune auf, die ich eigentlich von den Siedlern, ich glaube wirklich bei den Siedlern das letzte Mal so richtig schön hatte. Und ja, wie die Felder sind auch die Wälder selbst noch etwas karg, meiner Ansicht nach. Ich hoffe, da kommt noch Unterholz oder ein paar unterschiedliche Baumarten rein. Das darf gern noch ein bisschen, ja, mehr Leben haben. Aber wir reden hier wirklich von einer frühen Alpha-Version, von daher beschwere ich mich da wirklich nicht. Himmelnormal, ey. Ich schaue mal nach, wie es im Bau des Forsthauses steht. Okay, wird schon gearbeitet. Ah ja, die Handlanger holen neue Sachen. Gut. Und wie ihr unten sehen könnt, gibt es hier auch noch Menüpunkte für Pause. Und ne, abreißen möchte ich es jetzt nicht. Aber auch das ist praktisch, ihr könnt mich da oben rechts in die Bauschlange mehrere Häuser oder mehrere Gebäude reinsetzen und die, die ihr gerade nicht bauen wollt, auf Pause setzen. Damit lässt sich jetzt auch ein bisschen so dann der Arbeitsfluss regulieren wenigstens. Ich werde nämlich nachher vom Dorf zum Beispiel schon mal den Grundriss anlegen, aber noch nicht jedes Haus gleichzeitig bauen lassen. Und oh ja, hier oben rechts habt ihr auch noch ein kleines Hilfemenü. Bin mal gespannt, ob das bei allen Gebäuden schon vorhanden ist. Und auch guter Tipp mit den beiden Handwerkern. Ah, also gut zu wissen, dass sich da noch wirklich nützliche Informationen versteckt halten. Kann also echt nicht schaden, wirklich bei jedem Gebäude mal nachzusehen, ob man nicht nur einen Tipp zum Betrieb bekommt.
Okay, gut. Und ihr werdet hier langsam auch so fertig, so wie es ausschaut. Du-dip-dum-dum. Ah, kaum sage ich's, ist es sogar schon fertig. Jo. Oh ja. Ein Aspekt, der bei fast jedem Aufbauspiel mit hinzukommt, ist das Geld. Das seht ihr hier oben rechts auch noch. Und zwar haben die Leute noch ein Vermögen bei sich, aber das wird irgendwann aufgebaut sein. Und ihr seht, ihr bekommt neues Geld, sobald die in Häuser eingezogen sind. Also ich denke einfach nochmal Steuerzahlen letzten Endes. Oder auch durch den Verkauf logisch. Ihr seht aber auch, dass jeder Arbeiter auch Geld kostet. Klar, die wollen ja einen Lohn haben. Und von daher bin ich da mal gespannt, wie ausgetüftelt das schon ist. Und vor allem, wie gut sich das handhaben lässt. Bei solchen Sachen erleide ich nämlich gerne mal Schiffbruch und übernehme mich dabei. Und ich befürchte, ein abgelegenes Dorf wird keine großen Kredite bekommen. Und unser Forsthaus ist jetzt endlich fertig. Also kümmere ich mich mal darum. Und dann werde ich doch gleich, wie vorgeschlagen, zwei Arbeiter reinsetzen. Denn ich denke auch gerade Baumstämme, Blödsinn, Bretter werde ich nachher genügend brauchen für den gesamten Bau hier. Sondern jetzt kann ich mich nämlich darum machen, Häuser zu bauen. Das wird ja auch oben links gleich eingeblendet als nächster Vorschlag. Und ihr könnt sehen, ihr könnt die Häuser frei rotieren. Das ist also eben komplett anders als bei Banished, wo ja doch noch mit quadratischen Feldern oder rechteckigen Feldern gearbeitet wurde. Sondern ihr habt hier richtig die freie Wahl, wo ihr was hinbauen wollt. Damit ergibt sich einfach eine viel natürlicher aussehende Siedlung, die sich auch mehr in die Landschaft einfügt. Und ich denke mal, ich baue das erste dahin. Kann man es erkennen? Ah ja, okay. Die gelben Flaggen zeigen mir das Gebiet an. Und ich baue dann direkt mein zweites Haus. Ihr seht wieder, die orangen Felder zeigen an, wo es sich überschneiden würde. Und jo, au ja, das ist eine Besonderheit von Ostriff. Gebiete schnappen aneinander und fügen sich aneinander an, aber ihr seht wirklich, der Zaun verändert sich. Ihr bekommt also jetzt nicht nur eine quadratisch praktisch gute Bauweise, sondern könnt auch ein bisschen verwinkelter bauen und damit einfach auch so einen leichten runden Effekt so reinbringen bei der Dorfgestaltung. Also wirklich mit Kurven, das macht schon richtig Spaß. Okay, ihr seht schon, die zwei. Dann führe ich dich auch mal so an. Denn ich will wie ein klassisches Dorf eher so eine längliche Bauweise haben. Und einfach dann so einen zentralen Pfad in der Mitte haben. Pfade sind auch nochmal so ein Thema für sich nachher. Na, mal schauen. Jo, doch. Du kommst da ganz gut hin. Und ich denke, ich werde in der Kurve so zum Fluss runterbauen. Jetzt schaue ich aber gerade mal nach. Ja, die bringen schon das erste Material an. Gut, wunderbar. Handlanger versorgen die Baustelle mit Material. Aber ich muss jetzt auch dafür sorgen, dass denen nichts Material ausgeht. Und das heißt, ich brauche als erstes eine Lehmgrube. Die baue ich sinnigerweise in der Nähe vom Fluss. Da ist es feucht. Und ja, die brauche ich einfach nur platzieren. Und als nächstes brauche ich, na, wo finde ich's? Thatchery fürs Dach. Ja, Thatcher, eine Art Dachdeckerei, aber eben halt für Strohdächer. Und das heißt natürlich, Stroh wird aus dem Reet hier gemacht. Und das heißt, auch das platziere ich nah am Fluss. Ihr seht, das überschneidet sich hier. Aber ich möchte es nämlich nah beieinander platzieren. Und zwar so, dass der Eingang davon ja, leicht erreichbar ist für meine Arbeiter, aber auch leicht für den, der nachher ständig zum Fluss muss. Und das heißt, eher so ein bisschen schräg ausrichten. Jo, doch, okay, das sollte gehen. Da habe ich dann nördlich des Dorfs was und südlich, wo meine Handwerker unterkommen. Und, oh ja, hier kann man schon leicht sehen, es bilden sich die ersten Pfade. Das ist ganz anders als bei Banished. Pfade entstehen hier dadurch, dass die Leute einfach eine Strecke langlaufen, was absolut realistisch ist. Und es wird sich auch hier zu der Lehmgrube. Okay, die braucht also, wie schon gesagt, keine Arbeiter. Die hat einfach ein Reservoir von 10.000. Und das wird einfach nach und nach abgebaut. Und ich denke, danach reiße ich es einfach ab und baue neue irgendwo auf. Aber die 10.000 sollten echt eine Weile halten. Du lad mal schön auf. Und jo, schön fleißig sein.
Und ich schaue jetzt erstmal weiter zu. Okay. Auch da, ja gut, ich würde mal sagen, dich stelle ich auf Pause und dich stelle ich auch auf Pause. Nicht, dass sie jetzt irgendwie nachher dann die Materialien an drei unterschiedliche Häuser liefert und keins von denen fertig wird. So, ihr seht hier oben auch eben, zwei sind zur Pause, da hinten ist noch der Dachdecker. Blöder Name. Wie übersetzt man Thatchery? Das ist eigentlich schon eine spannende Überlegung. Und mal sehen. Ja, doch, drei Handlanger, das wird gut versorgt. Ah ja, wunderbar. Oh, okay, das habe ich jetzt bisher auch noch nicht gesehen. Was holen die Frauen jetzt hier raus? Ah, Feuerholz. Also hat sich was mit untätigen Frauen. Die holen nämlich auch realistisch, Leute, das Feuerholz ab und kümmern sich natürlich ums Lagerfeuer. Ich wusste gar nicht, dass man da noch Feuerholz bekommt beim Forstwirt. Sehr schön. Okay, wieder was gelernt. Klasse. Ah, gerade richtig schön Leben in dem Zeltlager. Das macht echt Laune so. Ostriff ist echt wie die meisten Aufbauspiele wirklich nicht so ungeduldige Naturen. Ihr müsst echt wirklich Muße haben, den Leuten zuzuschauen, wie sie Sachen von A nach B tragen. Und oh ja, hier kann man es jetzt glaube ich schon besser auch erkennen, die Pfade, die sich so ein bisschen ins Gras eintrampeln, das wird noch deutlicher, wenn sich mal so richtige Produktionsketten ergeben. Diese Trampelpfade verschwinden aber auch wieder im Laufe der Zeit, wenn sie nicht mehr genutzt werden. Also auch da ein wunderschönes kleines Detail, aber das macht einfach Laune. Und wenn das jetzt doch ein bisschen zu lange dauert, ich stelle mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Wir haben hier oben ja drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Und mal die zweite. Na, okay, gut. Damit ist das Fundament wenigstens schon mal errichtet worden. Und jetzt gehe ich mal auf ganz schnell. Damit wird natürlich richtig zügig durch die Gegend gewuselt. Aber tut mir leid, Leute. Ich bleibe auch weiterhin bei der einfachen Geschwindigkeit. Das macht einfach mehr Muße beim Zuschauen. Aber immerhin, das Fundament vom ersten Haus steht schon mal. Die sind alle schön fleißig bei der Arbeit. Und ich wünschte mir natürlich noch ein bisschen, es kommt noch mal mehr Leben rein auf die Welt. So ein paar Wildtiere, das wäre echt nicht schlecht. Also es fehlt noch wirklich was. Die Umgebung ist noch ein bisschen arm. Und ah, okay, klasse. Die Seitenwände stehen auch schon mal, die ersten paar. Und ja, ihr könnt sehen, drei Handwerker, drei Tagelöhner. Also richtig schön Hochbetrieb an dem ersten Haus. Ah, das ist echt einfach richtig spaßig. Himmel nochmal, ey. Ich glaube, ich habe kein Spiel bisher gehabt, bei dem man einem einzelnen Haus beim Bauen so gut zuschauen konnte, wie hier bei Ostriff. So wie es ausgesehen hat, warten die aber noch auf weiteren Lehm. Okay, du bist ja schön bei der Arbeit. Und ja, ah ja, was es ja auch noch gibt, ist nicht nur diese Funktion, den Weg zu verfolgen, sondern man kann ihm auch direkt folgen dabei. Also mal ganz einfach faul zuschauen, wo er langläuft. Also will ich ihn nur noch gern selbst sehen. Das ist zwar ganz nett so. Ah, da muss ich schon ein bisschen weiter rauszoomen. Nee. Ich hätte gehofft, ich könnte so quasi echt über die Schultern schauen. Das geht leider nicht. Aber auch so. Auch das ist wirklich einfach ganz nett. Ich weiß, völlig unnötige Funktion eigentlich. Aber mir macht sowas echt Spaß einfach. Und ihr seht schon, die sind jetzt auch schon bei den Dachbalken. Das wird also alles. Sehr schön. Und oh, da gibt es noch diese Funktion hier, Find Home. Mal schauen. Ah ja, damit springe ich dann direkt zum Zelt und bekomme auch einen Überblick, was du alles an Reserven und Ressourcen noch übrig hast bei dir. Jo, klasse. Also ihr seht, es wird langsam. Ich würde auch mal sagen, bevor ihr mir jetzt da zuschauen müsst, wie jedes Haus einzeln hochgezogen wird. Das ist zwar so langsam in der Endphase und die Mauern gehen noch etwas schneller, aber da würde ich doch mal vorschlagen, das mache ich zwischen zwei Videos und lass das Dorf mal ein bisschen wachsen, bevor ich weitermache. So, also erstmal vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Einblick bekommen in Ostriff.
Und ah, ihr könnt jetzt auch schon sehen, die Trampelpfade werden deutlich kräftiger sichtbar. Also, das wird einfach alles nach und nach. Jo, ich meine, ganz klar, das Spiel ist noch eine frühe Alpha-Phase. Das heißt, ich denke, so nach der ersten Aufbauphase werde ich wohl auch mal warten, bis ein neuer Inhalt und neue Updates nachkommen. Aber wir haben ja auch eine Weile zu tun und vor allem erstmal das Dorf anlegen und dann auch die ersten Felder anlegen. Das kommt aber alles in den nächsten Videos. Für heute sage ich erstmal vielen Dank für euer Interesse und bis dann, macht's gut.